So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Morning Meeting heute am Freitag, den 5. Juni 2020. Wie gewohnt wollen wir uns einen Blick auf die Märkte gönnen. Ich muss immer lachen, wenn ich jetzt neuerdings Märkte höre. Ich glaube, das, was wir gerade zu sehen bekommen, diesen planwirtschaftlichen, sozialistischen und nicht mehr wegzudiskutierenden planwirtschaftlichen, sozialistischen Touch, diese massive Manipulation der Aktienmärkte durch die Geldpolitik der Notenbanken. Ich glaube, das hätte sich selbst nicht Karl Marx jemals träumen lassen, dass wir eine durch sozialistische Planwirtschaft beziehungsweise Markt, wie gesagt, Marktwirtschaft ist das nicht, eine solche sozialistische Politik, dass es zu solchen potenziellen Ungleichgewichten beziehungsweise zu einer solch massiven Auseinanderdrift, zu einer solch offensichtlichen Auseinanderdrift eben der Schere zwischen Arm und Reich kommt. Gut, aber das nur als kleiner Scherz am Rande. DAX heute mit einer erneut massiv bullischen Vorstellung in den Tag gestartet. Gestern ja sehr erratisch. Wir werden dann natürlich eine Nachbetrachtung uns noch anschauen. Dessen, was die EZB dort gestern geliefert hat, überraschend. Stichwort PEP, das ist dieses Anleiheaufkaufprogramm, das wir auch thematisiert hatten gestern schon, welches eben im Zusammenhang mit jetzt der Corona-Pandemie unabhängig von Bonitätsprüfung und dergleichen und auch nicht an dieses sogenannte Issuer-Limit, also diese Obergrenze, bis zu welcher die EZB ausstehende Anleihen eines EU-Mitgliedstaates kaufen darf, hier, dass dort eben dieses PEP-Programm erwartet wurde, dass es angehoben wird. Diese 500 Milliarden, die dort im Raum standen, im Anschluss an eben jetzt auch dann die fiskalpolitischen Maßnahmen, vorgeschlagen ja von der EU-Kommission, wiederum letzte Woche Mittwoch, das waren diese 750 Milliarden, dieser Wiederaufbaufonds, der eben zum Thema gemacht wurde. Da regt sich erster Widerstand. Das konnte aber vielleicht auch so erwartet werden. Finnland hat gesagt, das muss angepasst werden. Andernfalls gibt es unsererseits seitens des Parlaments keine Zustimmung. Und wir haben statt dieser 500 Milliarden PEP, so nenne ich es jetzt mal abgekürzt, 500 Milliarden PEP haben wir 600 Milliarden PEP bekommen. Das ist natürlich im Gesamtumfang nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Nichtsdestotrotz hat es initial hier zu einer bullischen Reaktion geführt. Die ist wieder abverkauft worden. Eventuell damit korrespondierend, das war so ein Zusammenhang, der erkennen werden konnte, wenn man sich die Price Action angeschaut hat, dass das vielleicht damit zusammenhing, dass Christine Lagarde sich hinsichtlich der Erwartung der EZB bezüglich des Wirtschaftswachstums der Eurozone sehr, sehr skeptisch geäußert hat. Aber der Markt konnte sich dann in den Abend hinein fangen, sage ich mal. Und dank eben dann auch einer verhältnismäßig positiven Vorstellung erneut seitens der US-Märkte, trotz der dort immer noch anhaltenden sozialen Unruhen und dergleichen, konnte sich einigermaßen passabel aus dem Handelstag eigentlich verabschieden. Und nun sehen wir eben hier, dass dort weiteres bullisches Momentum aufgenommen wird, denn dieses Mehr an Liquidität, was seitens der EZB zur Verfügung gestellt wird, ist nämlich tatsächlich im ersten Moment zwar, wenn man sich das genau anschaut, auf Juni 2021 zwar beschränkt, aber im Statement der EZB heißt es zunächst bis, also das heißt etwas anders formuliert, man darf davon ausgehen, und die Wahrscheinlichkeit ist ja sehr hoch, wenn wir uns die Wirtschaftsindikation jetzt im Anschluss an den Corona-Lockdown oder durch den Corona-Lockdown auf den Weg gebracht, eben wenn man sich diese genauer betrachtet, dann darf davon ausgegangen werden, dass darüber hinausgehend noch sehr, sehr viel mehr an Liquidität auch weit über Juni 2021 seitens der EZB zur Verfügung gestellt wird. Und das alles in allem wird jetzt hier entsprechend gefeiert. Ja, gefeiert ist ein sicherlich nettes Wort in dem Kontext. Und der DAX nimmt die 12.700er Marke auf den Schirm, beziehungsweise das übergeordnete Kursziel, Stichwort Januar-Tiefs. Ich will mal kurz gucken. Einen Moment. Habe ich hier den DAX-Chart? Da. Die Januar-Tiefs, die hatte ich ja schon in den letzten Tagen thematisiert, sind jetzt mehr und mehr fast nur noch ein Steinwurf, möchte man sagen, entfernt. Bereich 12.850, 12.900 Punkte, dieser Bereich. Auch jetzt in den Wochenschluss hinein, Arbeitsmarktzahlen aus den USA, die veröffentlicht werden, haben vielleicht sogar noch ein bisschen treibenden Charakter. Also nicht, dass die schwachen Wirtschaftsindikationen aus den USA dort in den letzten Wochen vom Arbeitsmarkt ganz besonders dazu beigetragen hätten, dass es dann nochmal zu einem schärferen Abwärtsimpuls kam. Aber ergänzend hierzu hat man dann doch gesehen auf die ADP-Zahlen am Mittwoch, dass da vielleicht eine stabilisierende Tendenz sich irgendwie abzeichnet. Ich will das mal kurz zeigen und dass diese dann
dass, ich setze den Satz auch gleich fort, dass diese dann eben entsprechend sich positiv auf den Aktienmarkt wieder oder im Aktienmarkt widerspiegelt, so möchte ich es mal sagen. ADP-Zahlen sind, so hatten wir das gestern ja thematisiert gehabt, ADP-Zahlen, Recovery Hopes, ja, genau, wir werden eine Recovery sehen, ich glaube auch eine V-shaped Recovery werden wir mal zu sehen bekommen. Entschuldigt bitte, also ich bin, in letzter Zeit bin ich ein bisschen, ich finde mich immer wieder in Ketzertum, Sarkasmus, Zynismus wieder. Ich weiß nicht, ob das so hilfreich ist wirklich, aber mir bleibt ehrlich gesprochen kaum was anderes über, als diese absurden Entwicklungen, die wir im Markt zu sehen bekommen, eben jetzt immer noch erklärt zu bekommen seitens der medialen Berichterstattung, diese zu verfolgen, Journalisten, die das aufgreifen. Das funktioniert in einem, ich sag mal, nennen wir es mal ruhigen, normalen Marktumfeld. Da kriegst du das hin und da, ja, ich sag mal, wie soll ich das jetzt mal anders plump formulieren, da geht es ja um nichts. Ja, also wenn sich die Gesamtsituation ruhig, solide darstellt, wenn die Leute in Lohn und Brot sind, dann kannst du sicherlich mal eine geldpolitische Maßnahme seitens der EZB dann in dem Fall entsprechend auf das Kursgeschehen an den Aktienmärkten anwenden, aber wenn wir eine derart massive Manipulation und eine dermaßen Abkopplung der Marktentwicklungen von der fundamentalen Situation, die wir offensichtlich haben, also ein katastrophaler konjunktureller Ausblick haben, dann, ich glaube, vielleicht wäre es dann besser, einfach den Mund zu halten. Na gut, dann hätten diejenigen, welchen allerdings nichts mehr zu tun, insofern, aber vielleicht sollte man das ein bisschen qualitativ hochwertiger aufbereiten, denn das wirst du früher oder später kaum jemandem erklären können. Und in den USA zeigt sich bereits, nochmal, der einzige Grund, warum es hier noch keine sozialen Unruhen bis jetzt gab, in dem Ausmaß, wie wir sie in den USA sehen, sicherlich getriggert durch diese Rassismusentwicklung rund um Floyd, also den Schwarzen, der dort eben durch die Polizei in Minneapolis ermordet wurde, ja, muss man einfach so sagen. Also wir haben ein soziales Absicherungssystem, das wir halt wiederfinden. Das gibt es in den USA in der Form nicht. Und da gibt es auch eine ganz andere, ich nenne sie mal Aktienkultur. Das heißt also, da ist ein ganz anderes Bewusstsein auch für die Märkte vorhanden, was sich dann eben dann auch darin widerspiegelt, dass die Leute genau diese Entwicklung am Aktienmarkt verfolgen werden. Auch ergänzend vielleicht, weil sie dem Twitter-Feed von Herrn Trump folgen, der ja die ganze Zeit auf den Entwicklungen am Aktienmarkt rumreitet und in diesem Kontext eben entsprechend das als Barometer für die, ja, für die prosperierende US-Wirtschaft eben genutzt hat, jedenfalls noch rund vor einem Jahr bis vor einem halben Jahr, und das versucht hat eben entsprechend zu erklären. Und wie gesagt, diese komplette Abkopplung und dieses, die Reichen, ganz plump gesprochen, Reichen werden immer reicher und die Armen werden immer ärmer, beziehungsweise um die kümmert sich im übertragenen Sinne keiner. Das ist eine Entwicklung, die eben die einer anderen Herangehensweise bedarf, als eben entsprechend solcher plumpen Erklärungsversuche, die dann seitens der Medien eben da herbeigeführt werden, um jetzt in irgendeiner Form zu erklären, wie es zu dieser Aktienkursentwicklung kommt. Sie kommt dadurch zustande, dass die Notenbanken all in gehen und alles dafür tun, eben den Aktienmarkt zu stabilisieren und somit den Wohlhabenden, ja, einfach entsprechende zuträgliche Politik, so wie die letzten 10 Jahre schon eigentlich, 12 Jahre seit der Finanzkrise eben zuzutragen und hier aus dieser Perspektive im Grunde genommen eben den Wohlstand zu erhalten oder Möglichkeiten zu ermöglichen, dass diese Positionen abgestoßen werden, bei eventuell gleichzeitiger, wie gesagt, das ist rein spekulativ meinerseits, aber gleichzeitiger restriktiver Herangehensweise in Bezug auf eben Verkäufe, zum Beispiel, wie ich schon mal sagte, die Möglichkeit, die ich absolut als realistisch erachte, dass eben großen Vermögensverwaltern zum Beispiel untersagt wird, Positionen abzustoßen, größeres Verkaufsvolumen in den Markt zu geben und dass dann eben unter sehr dünnen Umsätzen diese Aufwärtsbewegung eben getragen werden kann. Ja. So, jetzt habe ich viel ausgeholt, weil ich einfach nur einen Trigger-Begriff hier hatte. Kommen wir nochmal kurz auf den ADP zurück. Also, ADP am Freitag, am Mittwoch veröffentlicht, mit 2,76 Millionen gefeuerten Arbeitskräften. Das war der zweitniedrigste Print aller Zeiten. Gefolgt hier oder anknüpfend an die 19,55 oder 56 Millionen gefeuerten im April, die das dann ausgehend vom Corona-Lockdown beinhaltet hat. Aber das ist eben das, worauf ich hinaus will. Und das könnte nochmal treibend wirken dann heute, in der heutigen Veröffentlichung der Non-Farm Payrolls. Wir haben eben hier einen Print gesehen, der deutlich besser als der Marktkonsens von minus 9 Millionen war. Also minus 2,76 ist immer noch schlecht,
ganz nett formuliert. Nichtsdestotrotz sind wir eben deutlich oberhalb der Markterwartung von minus 9 Millionen gelegen. Und wenn wir jetzt mal hier zeitgleich auf die Non-Farm Payrolls klicken, dann werden wir sehen, dass hier minus 8 Millionen erwartet werden. Also auch das wäre historisch betrachtet der zweitniedrigste Print, nachdem wir im April hier bei über 20 Millionen vernichteten Jobs ex-Agrar gelegen haben. Und sollte, und die Wahrscheinlichkeit scheint gegeben, sollte dieser Print überraschend stark reinkommen, also sollten wir irgendwo im Bereich um minus 3 Millionen beispielsweise liegen, dann gehe ich davon aus, könnte das nochmal ein zusätzlicher Treiber vielleicht für den Aktienmarkt darstellen. Abzuwarten bliebe natürlich, was wäre, wenn dieser Print erstaunlich schlecht veröffentlicht würde. Das würde allerdings nicht ins Gesamtbild passen. Zum einen Stichwort Korrelation ADP, zum anderen auch, dass man eventuell Daten vielleicht auch versucht, dann irgendwie zu schönen, wie auch immer das, wie das immer auch ausschauen mag, dann, wie gesagt, auch das ist rein Spekulation meinerseits, aber guckt man sich eben dieses absurde Aktienmarktumfeld, in dem wir uns aktuell bewegen, an und dieses stark manipulierte Umfeld, dann liegt der Gedanke nahe, dass da andere Maßnahmen auch noch einfachere, in Anführungsstrichen, genutzt werden, um eben die Stimmung am Aktienmarkt günstig zu halten oder beziehungsweise zu keinerlei stärkerem Verkaufsdruck irgendwie beizutragen, wobei wahrscheinlich es sogar egal wäre, wie der Print veröffentlicht würde, wir erinnern uns dran, als die Non-Farm Payrolls im April veröffentlicht worden sind, also im Mai für April so formuliert veröffentlicht worden sind, hat der am Aktienmarkt da auch nicht drauf reagiert, beziehungsweise auf die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Stichwort Untersagen oder Einschränkung von eben stärkerem Verkaufsdruck oder Verkäufen eben dann privater Vermögenswalter beispielsweise. Wie gesagt, rein spekulativ meinerseits, aber wenn man sich den Kursverlauf anschaut und dieses V und dieses Streben in Richtung Allzeithochs wiederum, in Richtung auch oder beim Nasdaq zum Beispiel, Nasdaq 100, Technologiebereich und auch welche Unternehmen dieses primär tragen, diese Aufwärtsbewegung, es liegt nahe, dass da es nicht mit rechten Dingen zwangsläufig zugeht. Wie lange sich das aufrechterhalten lässt, das ist eine gute Frage, aber nichtsdestotrotz sollte man sich bei allem auf jeden Fall vorsehen, sich gegen dieses Momentum zu stellen. Oder ich formuliere das mal ganz konkret bezogen auf meine Positionen. Ich habe gestern zum Beispiel einen echt nett formuliert durchwachsenen Handelstag gehabt. Was ist ein durchwachsener Handelstag? Durchwachsener Handelstag bedeutet an der Stelle, dass ich infolge dieser erratischen Bewegung in der Tat sowohl Long als auch Short in Positionen dass ich in Long- und Short-Positionen, ich bereite das mal kurz nach, eingestoppt worden bin, allerdings dann aus diesen ausgestoppt worden bin, infolge dieser erratischen Ausschläge. Jetzt sich für heute die Frage stellte, ob ich denn dann, auch aus das ist dann eine Frage, die ich mir aus Risiko-Money-Management-technischer Perspektive, besonders in diesem stark über den Marktumfeld stellen sollte, bin ich bereit, hier nochmal die Long-Seite zu traden? Also bin ich bereit dafür? Das System, das würde das einfach nur umsetzen, was ihm eben als Input geliefert wird. Aber wäre ich an dieser Stelle bereit dafür oder ist es nicht eventuell sinnvoller, eine diskretionäre Intervention in irgendeiner Form auf den Weg zu bringen, welches dem System dann zum Beispiel untersagen würde, diese Long-Position einzugehen? Und ich habe mich entschieden, die ganz dumpf zu handeln, also ohne zu intervenieren und sehe mich aktuell, wir werden jetzt sehen, wie sich der Markt weiterentwickelt, aber sehe jetzt aktuell eben, dass es hier zu einer äußerst positiven Entwicklung für diese Position zunächst einmal kommt. Ich habe mittlerweile auch mehr als ein R auf diesen systembasierten Trade verdient, das heißt, ich habe dann auch entsprechend eben dann auf Break-Even jetzt abgesichert. Und ja, also Fakt ist einfach mal, dass ich hier an dieser Stelle nicht nur sage, man sollte sich nicht gegen das Momentum stellen, sondern es dann auch umsetze. Und nicht nur nicht gegen das Momentum stellen mit Short-Positionen, sondern sogar mit dem Momentum positionieren, welches offensichtlich keinerlei Grenze auf der Oberseite kennt. Also das heißt, aktuell gibt es keinen Grund, Intraday keine Long-Engagements, beziehungsweise man sollte sehr vorsichtig sein in Bezug auf Short-Engagements einzugehen. Nochmal, jetzt mal rein markttechnisch, Price-Action-technisch gesprochen, selbstverständlich kann man aus Chance-Risiko-Verhältnis-technischer Perspektive solche Short-Engagements durchaus mal einstreuen und kleine Versuche starten, aber diese jetzt sich potenziell hier etablierende Divergenz, die ich auch übrigens, wenn ich mich nicht täusche, in meiner Analyse gestern eingefangen habe,
Das heißt, wir markieren hier höhere Hochs, die werden aber nicht mehr bestätigt dann, zum Beispiel im RSI 14 auf der Unterseite. Die mahnen zur Vorsicht dahingehend, mach die mal ein bisschen dicker, so. Die mahnen zur Vorsicht dahingehend, dass es zu einer Korrekturbewegung kommen kann, wobei ich mir schon die Frage stelle, wie sollte solch eine Korrekturbewegung im aktuellen Marktumfeld aussehen? Also impliziert das eine Korrekturbewegung, dass wir dann wirklich eine tiefere Korrektur sehen, die uns zurückführt, deutlicher in Gefilde, vielleicht sogar deutlich unter die 12.000er Marke? Ich muss ehrlich gestehen, ich habe persönlich eher die Einschätzung, dass diese Divergenz einerseits zwar das Aufwärtspotenzial beschränkt, vielleicht auch durch den bevorstehenden stärkeren Widerstandsbereich im Bereich der Januar-Tiefs, den ich da ausmachen würde. Nichtsdestotrotz kann ich mir sehr gut vorstellen, dass solch eine Divergenz, die sich jetzt hier abbildet, eben über die Zeit seitwärts abgetragen wird und eben nicht zu einer scharfen Korrektur führt, wobei das natürlich dann wiederum einer neueren, tiefer nochmal oder detaillierteren Betrachtung bedürfte, in jenem Moment, wo wir zurück hier unter dieses letzte, unter diesen letzten Bereich der Tiefs von gestern rutschen würden. Also das sind dann, ich nenne sie jetzt mal die EZB-Tiefs oder die Tiefs eben von Donnerstag, Bereich so 12.300, 330 Punkte ungefähr. Sollten wir da drunter fallen, dann dürfte diese Divergenz als aufgelöst betrachtet werden und dann wäre auch denkbar, dass wir unter die 12.000er Marke rutschen. Nichtsdestotrotz, ich bin mit solchen Short-Engagements sehr, sehr vorsichtig und würde sie nur ganz dezent mit reduzierter Positionsgröße eben einstreuen wollen. Auch wenn Chance-Risiko-Verhältnis technisch, Long-Engagements ähnlich mit Vorsicht zu genießen sind. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es hier, ähnlich wie auch die letzten Male, zwar zu kleinen Pullbacks mal kommt, aber dass dann in der Nachbetrachtung sich das eher als Konsolidieren herauskristallisiert, beziehungsweise ein Abtragen eben dieser Divergenz dann über die Zeit. So eine ähnliche Tendenz hatten wir jetzt zum Beispiel hier, als wir, das ist noch gar nicht so lange her, ne? Das war letzte Woche, vorletzte Woche? Ja, so ungefähr. Da haben wir eben hier höhere Hochs markiert und auch da hat sich so eine Divergenz ausgebildet. Also da haben wir zum Beispiel dort am letzte Woche Mittwoch, jetzt muss ich kurz rechnen, ja, 29. Genau, Mittwoch, ja. Mittwoch, da sind wir hier auf der Oberseite nochmal, haben solide performt, sind über 11.500 Punkte deutlich gelaufen an dieser Stelle, markierten höhere Hochs und diese wurden eben nicht mehr hier im RSI bestätigt. Und dadurch hat sich eben eine höhere Hochtendenz hier ausgebildet, also ähnlich wie hier jetzt. Allerdings hier ist es zur ähnlichen fallenden Tendenz wie jetzt hier gerade gekommen. Aber was man eben auch erkennen kann, ist, dass wir das offensichtlich über die Zeit dann seitwärts abgetragen haben, die Divergenz in dem Bereich dann keine Rolle mehr spielt und es dann eben hier zum Wochenstart an der Stelle eben nicht ganz. Es war Dienstag. Genau, am Dienstag zu dieser stark bullischen Bewegung kam, die sich dann über die nächsten Tage, also bis heute eben fortgesetzt hat. Und dass solch eine Entwicklung sich auch jetzt hier widerspiegelt, die Wahrscheinlichkeit erachte ich verhältnismäßig als hoch. Also Rücksetzer gegen den Bereich so um 12.550, 12.570 Punkte, also die Hochs, die da gestern ausgebildet worden sind, auch infolge der EZB, scheint mir, ehrlich gesprochen, wahrscheinlicher, gegen welche wir dann erneut aufdrehen, als dass es eben hier zu einer tieferen Korrektur kommt mit Unterschreiten der 12.350, 300, 330, 350er Region eben. So, ja, das ist also die Einschätzung zum DAX. Ich will mal ganz kurz hier in die Chatbox schauen. Einen Moment. Ja, ich glaube schon, dass die Märkte manipuliert werden und das war auch noch nie anders, ehrlich gesagt. Es geht um Geld und wenn jemand zu mir sagt, ich möchte nur dein Bestes, dann werde ich schon mal sehr, 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 sehr vorsichtig, weil das Beste, das scheint bei vielen eben dann damit einherzugehen, was ich im Geldbeutel habe. Was auch interessant ist übrigens in dem Zusammenhang, Verkäufer oder wenn man sich die Aufwärtsbewegung anschaut, dazu vielleicht mal eine ganz interessante Grafik, Stichwort Sentiment, Retail-Sentiment, Verzeihung, nicht Greed, Fear and Greed. Ihr erinnert euch vielleicht dran, es gibt diesen Fear and Greed Indicator von CNBC veröffentlicht, der in der Vergangenheit in solch einem Umfeld
wahrscheinlich massiv ausgeschlagen wäre auf der rechten Seite und ein extrem greedy, also gieriges Marktumfeld wieder gespiegelt hat. Also eine sehr, sehr stark bullische Haltung, guckt euch das an. Da sind wir noch nicht mal ansatzweise. Ja? Wir sind noch nicht ansatzweise in diesem Greed-Bereich. Das bedeutet also etwas anders formuliert. Schaut man sich die Kursentwicklung an, fällt es äußerst schwer, hier wirklich auch potenziell Privatanleger als Marktteilnehmer zu sehen, die dort oder Investoren, die eben dort diese Stimmung, diesen aberwitzigen Kursverlauf eben mittragen. Das ist nicht der Fall. Ja, also das ist ein komplett von der nicht nur Realität abgekoppelter Markt, sondern offensichtlich hat sich der Privatanlegerbereich bis jetzt hier doch deutlich zurückgehalten. Und das mache ich daran aus, dass ich eben diese Entwicklung hier im Fear and Greed Index eben betrachte, die eben in der Vergangenheit jedenfalls noch eine verhältnismäßig interessante Möglichkeit war, um auch Sentiment-Extreme eben abzustimmen nicht, aber zumindest mal die Möglichkeit gegeben haben, eine Idee davon zu erhalten, wie sich eben die Privatanleger auch gerade emotional, mental eben in diesem Marktumfeld wiederfinden. Und das ist, denke ich, auch widerspiegelnd dafür, dass da nicht sehr viel mit rechten Dingen zugeht, was wir gerade zu sehen bekommen. So, einen Moment. Ja, Moment. Also nicht, dass man das falsch versteht. Also wenn ich sage, dass die Schwanne zwischen Arm und Reich aufgeht, ich spreche jetzt in diesem Zusammenhang von besonders sozialer Absicherung. Also Fabio schreibt es ja, 25% der New Yorker gehen inzwischen täglich zur Tafel. Ich habe da jetzt keine genauen Statistiken dazu, aber wenn ich das so sage, dann versuche ich das als Metapher zu verwenden. Also ich spreche in dem Zusammenhang jetzt nicht von Spenden, die irgendwelche sozialen Einrichtungen erfahren durch Philanthropen, Milliardäre, Hedgefondsmanager und dergleichen, die sich dort eben auftun, wo allerdings sich auch so ein bisschen wahrscheinlich früher oder später die Frage stellen dürfte, ähnlich wie bei anderen vielen, sehr vielen sozialen Institutionen, fließt das Geld dann auch tatsächlich dann zu den Bedürftigen oder versickert das nicht eher an jener Stelle, die diese Organisation betreiben? Das ist zum Beispiel etwas, also wenn ich mich sozial engagiere, dann möchte ich sehr gerne wissen, dass das Geld, was ich dort gebe, weil ich es möchte, weil ich jemandem etwas gut tun möchte, dass ich da nicht irgendwie einen Geschäftsführer, eine Geschäftsführerin oder dergleichen von dieser oder jenen sozialen Einrichtung im Grunde genommen das Gehalt primär finanziere, während eben das Geld zum Beispiel nicht dann in dem sozialen Bereich ankommt. Was es wiederum sinnvoll erscheinen lässt, eben wahrscheinlich, wenn man sich derart engagiert, das vielleicht einfach jetzt mal, das hat jetzt nicht mit dem Trading zu tun, aber der Gedanke, der kommt mir jetzt sofort, der es dann wahrscheinlich sinnvoller werden lässt, eben sich in sozialen, lokalen Projekten bei sich vor Ort zu engagieren, wo man die Leute auch direkt kennt. Oder anders formuliert, wenn ich jetzt zum Beispiel plane, mich sozial zu engagieren, dann würde ich eher den Kindergarten meines Sohnes zum Beispiel oder meiner Söhne unterstützen, als dass ich eben einer großen sozialen Institution, die irgendwie medial in Erscheinung tritt, und das muss auch bezahlt werden. Also das Geld, das dafür nötig ist, das muss irgendwo herkommen, und das sind Spendengelder meistens. Das heißt, das ist Geld, was im übertragenen Sinne verplempert wird dafür, um medial in Erscheinung zu treten, während eben tatsächlich die Bedürftigen nicht wirklich was davon haben. Warum ist das sinnvoll, das zu sagen? Also meine Überlegung in dem Zusammenhang ist, wenn das jemand für sich plant, dann scheint es mir am sinnvollsten zu sein, das lokal bei sich vor Ort zu machen, wirklich in Bereichen, wo ich auch weiß, dass das Geld, was ich hier zur Verfügung stelle, dann im übertragenen Sinne bildlich gesprochen jetzt auch wirklich in eine zum Beispiel Rutsche investiert wird, die dann da gebaut wird für die Kinder oder was auch immer. Was wiederum den Gedanken nahe bringt, dass man jetzt auch etwas zeigen müsste, wenn man sich sozial engagieren möchte, was man Eigenverantwortlichkeit nennt und eigenes Denken, sich eigens damit auseinanderzusetzen, Verantwortung zu übernehmen. Ich habe das Gefühl, dass unsere Gesellschaft mit der Zeit verlernt hat, Verantwortung zu übernehmen. Und das macht sich ja nicht nur in diesen Bereichen sozialer Natur irgendwie bemerkbar, das macht sich in jedem anderen Bereich, auch im Dienstleistungsbereich bemerkbar. Egal, wo du hingehst, egal, wen du fragst bezüglich einer Serviceleistung, Information zu einem Produkt, was du von mir aus beim Mediamarkt gekauft hast oder dergleichen, da wird dir dann geholfen.
Aber wenn dieser Tipp, der da gegeben wird, oder diese Hilfestellung nicht wirklich hilfreich ist, dann oder vielleicht sogar Schaden nach sich zieht, dann findet sich plötzlich keiner, der für diesen Schaden die Verantwortung übernimmt, sondern dann ist es der große Mediamarktkonzern. Zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal Medium. Also ich hatte da noch nie Probleme, nicht, dass man das falsch versteht, nur im übertragenen Sinne, dass man das besser verstehen kann, worauf ich hinaus will. Und genau das sehe ich auch als große Gefahr für unsere gesellschaftliche Entwicklung, dieses Verlernen von Verantwortung zu übernehmen. Und deswegen auch wir als Trader, das werdet ihr feststellen. Also wenn ihr Trader seid, ihr seid nicht nur jemand, ihr seid nicht nur jemand, der Trader sein möchte, sondern wir sind Trader. Ja, also die Grundvoraussetzung für erfolgreiches Trading ist erstmal, sich selbst als Trader wahrzunehmen und dann seine Handelsentscheidung sich zu fragen, ist das, was ich hier tue, das, was ein Trader tun würde? Und was ein Trader tut, diese Charaktereigenschaften zum Beispiel, findet man ja. Ich hab ja diverse Blogartikel zu dem Thema geschrieben. Und für mich ist Trading 100%ige Eigenverantwortung. Verantwortlich für das zu sein, was ich tue. Sowohl für die Gewinne als auch entsprechend für die Verluste. Daran merke ich dann, dass ich echt Schwierigkeiten mit unserer gesellschaftlichen Entwicklung bekomme, weil ich finde mich hier nicht wieder. Also ich kann dieses Verantwortung für sein Handeln übernehmen, kann ich eben nicht mehr erkennen. Und das macht es mir extrem schwer und erfordert von mir extrem viel Aufwand, eben mich weiter in dieser Welt im übertragenen Sinne zurechtzufinden. Und ich bin Mitte 30. Also ich bin jetzt nicht jemand, der vielleicht 75, 80 ist und der Schwierigkeiten hat, sich irgendwie seinen E-Mail-Account einzuloggen und der nicht versteht, warum wir heutzutage keine Briefe mehr verschicken. Sehr plump, sehr einfach gesprochen. Bitte verzeihen man mir, ich möchte das nicht wertend verstanden wissen. Aber also jetzt bild ich mal übertragen gesprochen, ich selbst habe Schwierigkeiten mit dieser Welt, so wie sie sich entwickelt. Und ich glaube, wir müssen das wieder lernen. Auch daraus sehe ich Probleme erwachsen hinsichtlich unserer gesellschaftlichen Struktur und die auch dann wiederum ergänzend nochmal vielleicht sogar mehr Öl ins Feuer gießt und einen Social Unrest brodeln lässt, der, wie gesagt, dann vielleicht seinen Trigger in auch einer Aktienkursentwicklung sieht, die komplett sich von der Realität abgekoppelt hat und wo eben dann die sozialen Unruhen entstehen an der Stelle, wo die Leute einfach sagen, hier läuft was komplett falsch und wir müssen jetzt unserer Stimme Nachdruck verleihen. Blöderweise hört uns aber keiner zu. Wir haben versucht zu protestieren, unserer Stimme Gehör zu verschaffen. Das hat im Ruhigen, im Vernünftigen nicht geklappt. Dann müssen wir es eben mit Straßenschlachten oder dergleichen versuchen. Sinnhaftigkeit ist definitiv in Frage zu stellen, aber irgendwann gehst du die Gefahr ein, dass wenn du die Stimme des Volkes lange genug niedrig gehalten hast und nur eine Illusion von ihr werdet gehört suggeriert, ja, suggeriert hast, dass dann eben früher oder später sich das in einem Kippen der Stimmung widerspiegelt. Und das ist eine extrem große Gefahr. Also noch, wie gesagt, sehen wir die hier bei uns nicht, weil man muss auch sagen, egal wie skeptisch man dem Krisenmanagement der Bundesregierung gegenübersteht, aber wenn ich das in Relation setze, zum Beispiel zu dem Management, welches wir im United Kingdom sehen oder also im Königreich Großbritannien oder wenn wir das auch sehen, was ich auch aus Erzählungen zum Beispiel dann höre von einem Geschäftspartnern aus dieser Welt, also aus diesen Ländern. Wenn ich das sehe, was in den USA jetzt passiert, dann können wir uns froh schätzen oder glücklich schätzen, dass wir die Situation so in den Griff bekommen haben. Aber nochmal, wir sollten auf der Kehrseite sehr vorsichtig sein, ob wir dann solche Sedativa, wie wir sie jetzt mit der Mehrwertsteuersenkung und dergleichen versehen bekommen haben, ob wir die dann einfach so aufnehmen und sagen, vielen Dank, das ist aber eine großartige Geste und ein toller Schritt und das zeigt, dass ihr Politiker hier weiter in der Lage seid, die Situation auch im Griff zu haben, dass ihr einen Plan verfolgt oder ob das nicht eventuell nur dem Ziel dient, wie gesagt, diese Unruhen und die notwendigen Reformen unserer gesamten Welt notwendig werden lassen, diese eben klein zu halten. Ja, jetzt habe ich wieder einen großen Schwall ausgeholt, nur um auf diese Einschätzung einzukommen. Aber wie gesagt, also ich sehe nicht, dass sich um die Armen niemand kümmert. Also ich nutze das eher im übertragenen Sinne. Also dass die Schere zwischen Arm und Reich aufgeht, dafür muss ich nur auf die Straße gehen, auch hier in Berlin. Ja, und wenn ich mir überlege, das ist mittlerweile das Normalste von der Welt. Also ich wohne in einer ganz normalen, gut bürgerlichen Gegend Berlins. Ja, ich laufe 50 Meter weiter, da fängt es dann schon an, ein bisschen turbulenter zu werden. Wenn ich morgens am Sonntag joggen gehe, ja, bevor ich dann mit meiner Familie gemeinsam frühstücke, komme ich runter und sehe Menschen bei uns im Müll rumwühlen. Also in diesem gut bürgerlichen Bereich. Und das ist mittlerweile die Norm. Das ist nicht mehr die Ausnahme, sondern das ist mittlerweile die Norm. Und das ist nochmal die Steigerung von eben beispielsweise auch Stichwort Flaschen sammeln zum Beispiel. Wer mir erzählt, dass es hier nicht zu sozialen Spannungen kommt, und es ist Berlin, also wir reden jetzt noch von einer verhältnismäßig, ja, also in Relation zu Städten wie München, Düsseldorf oder Hamburg,
reden wir von einer, ich sag mal, noch einigermaßen sozial ausgeglichenen Stadt. So würde ich das mal jetzt bezeichnen. Also die Verhältnisse hier sind noch recht nah beieinander. Und das ist etwas, das sollte uns zu denken geben. Also das sollte uns wirklich zu denken geben. Und wie gesagt, wenn ich mir die Aktienkursentwicklung anschaue, dann könnte das vielleicht das Fass sein, was früher oder später eben die Stimmung zum Kippen bringt. Und das sollten wir nicht unterschätzen. Ja. Gold schauen wir uns auf jeden Fall noch an. Kurzen Augenblick, jetzt muss ich noch ganz kurz weiterschauen. Ich muss ehrlich gestehen, das gefällt mir sehr gut. Der Gedanke, den Andreas hier formuliert, und zwar Absicherungsgeschäfte zu tätigen. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, das ist eine, vielleicht aber nicht durch eine zweite Corona-Welle, so nenne ich sie jetzt mal, dass das die Abwärtswelle triggert. Eventuell ist das einfach nur ein, ja, aber nochmal, also verkaufen. Ja, dafür müsste es eben erstmal die Möglichkeit geben zu verkaufen. Wie gesagt, das ist nur eine Idee, aber wenn man sich die Entwicklung anschaut, dann und kein Wille besteht und auch nicht wirklich ein Exzess erkennbar ist, wenn man sich jetzt dann andere Parameter anschaut. Also wir trüben hier alle, wir fischen alle so ein bisschen im Trüben. Also wir sehen nur, dass da irgendetwas sich komplett abkoppelt. Und wie gesagt, ich denke auch, dass wir im Oktober vielleicht auch ausgehend von historischen Entwicklungen, dass wir eine Chance haben für eine sehr tiefe Korrektur. Deswegen finde ich diesen Gedanken, August, September Absicherungsgeschäfte beziehungsweise dann auch Volatilität zu kaufen, versuchen günstig zu kaufen, finde ich ich finde valide Herangehensweise. Was wir nämlich auch sehen, ist zum Beispiel, schaut euch mal den VIX an. Also der VIX, der notiert bei 25 Punkten. Wenn wir uns das jetzt mal auf die letzten 3 Jahre anschauen, das ist Volatilität, die auch dann hier von Institutionellen gekauft wird und die notiert auf einem immer noch extrem hohen Niveau, auf Niveaus, welche wir gesehen haben hier im Februar 2018, als es zu diesem massiven Ausverkauf, diesem Flashcrash damals kam, Anfang des Jahres, als wir hier Ende des Jahres 2018 diese Sorge hinsichtlich des Wegnehmens im übertragenen Sinne des Fettputs gesehen haben, dass die Reduktion der nicht nur Anleiheaufkäufe, sondern an der Stelle, die waren schon zu Ende, sondern dass die Fed beginnt, ihre Bilanz zu normalisieren, zurückzufahren. Zinsanhebungsfantasien, die alle dazu beigetragen haben, dass es zu massiver Volatilität an den Märkten kommt. Massiver Volatilität heißt in dem Zusammenhang, wir sind hier auf Stände gesprungen, die wir aktuell sehen, nachdem der Markt sich nach Abschlägen, die Volatilität gesehen haben, die noch nicht mal zu Zeiten der Finanzkrise waren, hier jetzt ab März beginnt zu normalisieren, diese Volatilität, aber wir bewegen uns volatilitätstechnisch. Also der Preis für Absicherung, die Nervosität des Marktes, wir bewegen uns immer noch auf Niveaus, welche eben zu dieser Zeit hier erkennbar waren. Ende 2018 beziehungsweise hier Anfang 2018. Und das zeigt auch, dass dort du kannst nicht alles verstecken im übertragenen Sinne. Also du kannst zwar, wenn du jetzt nur blind auf den Aktienmarkt schaust, schaffst du vielleicht einiges zu übertünchen. Aber wenn du dir andere Stellen betrachtest, wie zum Beispiel einen Volatilitätsindex oder wie gesagt auch, das ist allerdings dann schon ein bisschen Kunst vielleicht auch in gewisser Form. Wenn du dir so ein solches Sentiment-Barometer hier wie im vielen Greed-Index zum Beispiel anschaust, dann muss man aber schon sagen, das passt nicht. Und ganz besonders sieht man das eben hier im VIX. Das heißt aber etwas anders formuliert, wenn wir eine weitere derartige Entwicklung sehen, dann könnte ich mir vorstellen, dass Volatilität nochmal günstiger wird, auch wenn sie historisch betrachtet jetzt auf die letzten 3 Jahre mindestens immer noch recht teuer anmutet und dass es eine gute Idee sein könnte. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir eben entsprechend hier eine erneute Volatilität über den Oktober eventuell sehen, die sich in massiven Abschlägen widerspiegeln könnten, kurz vor der US-Wahl vielleicht auch. Auch vielleicht dann, ja, das sind auch wieder relativ zügig im verschwörungstheoretischen Bereich, aber ich denke auch der Gedanke ist valide, dass da eventuell eine unsichtbare Hand darauf hinwirken möchte, dass wir eben eine Abwahl Donald Trumps zu sehen bekommen und eben entsprechend hier eben das letzte Standbein noch genommen wird, auf das er sich vielleicht stützen könnte, was dann eben eine positive Aktienmarktentwicklung wäre. Das ist aber ein sehr ferner Gedanke. Also ich habe aber, wenn man sich die Berichterstattung eben anschaut, so ein wenig das Gefühl, dass es in diese Richtung schon geht, dass man Donald Trump schwächen möchte, schon massiv geschwächt hat, aber dass vielleicht der in Anführungsstrichen Kiss of Death mit solch einer erneuten Volatilitätswelle dann im September, Oktober folgen könnte.
Das ist auch eine interessante Aussage, ne? Also das ist ja ein Gedanke. Dieter schreibt, extrem viele institutionelle Investoren sind noch nicht dabei. Ich habe auch eine Zahl gelesen, die einen sehr verhältnismäßig hohen Cash-Bestand eben zeigt. Ich habe aber keine Grafik jetzt dazu. Aber das ist ein Argument, was dann jetzt gerne genutzt wird, wo gesagt wird, na, wenn ich mir die Aktienkursentwicklung angucke, früher oder später wirst du dann ja eventuell so ein, wir können auf der 5 Minuten bleiben, da kannst du es trotzdem erkennen, dass du vielleicht sogar ein sogenanntes Fear of Missing Out zu sehen bekommst, also FOMO. Jetzt ist die Sache folgende. Das heißt, die müssten früher oder später kaufen. Die wären gezwungen zu kaufen. Nur, ich könnte das auch anders interpretieren, wenn das, und das würde sich wieder in meiner Argumentation, Stichwort Verkaufsverbot im übertragenen Sinne, einfügen. Vielleicht sind die auch deswegen in Cash, weil sie wissen, dass da einiges im Argen liegt und dass eine nächste Abwärtswelle erfolgt und sie in diesem Zusammenhang einfach das Geld ihrer Investoren nicht hier wieder in den Markt pumpen wollen und das Geld ihrer Anleger schützen wollen. Vielleicht hat das auch damit zu tun. Und genau das würde ja meine These dann an dieser Stelle unterstützen. Diese Cashbestände, das sind im Grunde genommen jene Cashbestände, die daraus erwachsen sind, dass diese Marktteilnehmer, diese institutionellen Investoren gezwungen worden sind oder beziehungsweise den Ausverkauf im März genutzt haben, sich zu verabschieden aus ihren Positionen und jetzt einfach in Cash gegangen sind und sich in dieser Position wesentlich sicherer wiederfinden als in diesem Umfeld, welches eben auf sehr dünnem Volumen nach oben gezogen wird, wo du ja vielleicht eine Rendite siehst, die positiv ist, aber die, wie gesagt, auch in diesem Zusammenhang dann viele Marktteilnehmer bedürfen wird, ausgehend von dem Volumen, welche die erstmal was verkaufen. Es ist ja nicht nur so, du sagst ja nicht, ich kaufe jetzt und dann kaufe ich einfach. Also für uns als Privatanleger ist das eine normale Herangehensweise, weil wir sind in solchen kleinen Umfelden unterwegs, dass uns keiner merkt. Wir sind wie lästige Fliegen, wenn man so möchte. Aber ein großer institutioneller Investor, der im zweistelligen Milliardenbereich Anlagegelder verwaltet und dann diese im Markt unterbringt, die muss erstmal in diesem Umfang auch entsprechende Verkäufer für die jeweiligen Produkte finden. Und wenn diese Verkäufer sich einfach auf den Niveaus, die wir im März gesehen haben, nicht finden, vielleicht weil sie schon einen Großteil ihrer Position abgestoßen haben und schon bereits verkauft haben, oder aber auch, weil sie die Chance-Risiko-Verhältnisse für jetzt Verkäufe infolge der zu erwartenden massiven Liquiditätsspritzen seitens der Notenbanken aus Chance-Risiko-Verhältnis technischer Sicht so unattraktiv erachten, dann wirst du einfach Schwierigkeiten bekommen, diese Position auch unterzubringen. Also im Nachgang schaust du dir auf die Kursentwicklung und sagst, dann hast du 40% verpasst. Das stimmt für uns Kleinanleger und bis zu einer gewissen Schwelle eventuell auch größere Trader oder auch Investoren, aber nichtsdestotrotz, wenn du im institutionellen Bereich unterwegs bist, dann hast du einfach ein Volumen, welches du in diesem Markt eventuell nicht unterbekommst, weil du in dem Moment für deine Käufe, die du vielleicht machen möchtest, keine Verkäufer findest. Und wie gesagt, meine Überlegung wäre vielleicht sogar, dass es sich bei diesen Cashbeständen eher um Positionen handelt, die sicher in Anführungsstrichen verwahrt werden und bei denen man eben nicht sich positionieren möchte. Was übrigens dann auch solche Aussagen, wie sie von Warren Buffett und auf seiner letzten Quartals Hauptversammlung eben von Berkshire Hathaway gewählt worden sind, der ja auch massiv in Cash investiert ist. Der wird jetzt aktuell belächelt und ist so im übertragenen Sinne das alte Eisen, aber nichtsdestotrotz, wenn jemand wie Warren Buffett sich derart skeptisch äußert und noch nichtmals bereit ist, Aktien seines eigenen Unternehmens zurückzukaufen in großem Stil, stattdessen in Cash verweilt, dann sollte einem das, ausgehend von der vieljährigen Erfahrung, der hat mehrere Marktumfelde gesehen, die durchaus als turbulent bezeichnet werden dürfen, dann sollte einem das schon ein bisschen ein Warnsignal sein. Und ich glaube, ihm sollte man da mehr Gehör schenken, als dieser blinden, vollkommen irrationalen Aufwärtsbewegung an den Märkten eben dieser zu folgen. So, jetzt noch ganz kurz, einen Moment. Nicht, dass man es versteht. Also wie gesagt, diese Anträge. Ich hatte ja mal eine Grafik gezeigt, die jetzt auch zeigen, wie viele Leute sich im Bereich Daytrading, privaten Kleinanleger eben positionieren, um eben von dieser Rallye zu positionieren. Aber
Ich würde das ein bisschen in Relation sehen zu dem, was für ein Volumen die betreiben oder was die für ein Volumen die tragen und auch wie das dann dargestellt wird, von welchen Medien. Das sollte man auch nicht unterschätzen. Also, wie gesagt, wir sind ganz schnell jetzt in diesem Bereich, wo ich mega spekulativ unterwegs bin und wo der ein oder andere mir vielleicht sogar einen Vogel zeigt und sagt, das ist aber also fast schon verschwörungstheoretisch. Ja, ich kann das auch nicht belegen, aber wie gesagt, es gehen viele Warnlampen einfach bei mir an, wenn ich mir diese Kursentwicklung anschaue, die überhaupt nicht im Einklang ist mit dem, was ich auf der Straße selber beobachte, was sich auch in den diversen Wirtschaftsindikationen schon widerspiegelt. Wir haben keine Ahnung, welche Auswirkungen auch auf die Unternehmen dann bezogen, jetzt ganz besonders, welche Auswirkungen dieser Corona-Lockdown in Bezug auf die Gewinnerwartung der Unternehmen hat, auf den Cashflow und dergleichen. Wir sind auf dem Weg zurück zu einem Normal, aber wir sind weit entfernt von den Gefilden, wo wir uns noch vor einem halben Jahr im übertragenen Sinne wiedergefunden haben. Und wir haben überhaupt gar keine Einschätzung. Und die pure Hoffnung nur allein, dass es schon irgendwie werden wird, die scheint mir doch ein bisschen sehr dünn eben tatsächlich zu sein. Dass das aber dennoch in irgendeiner Form, also diese Rückkehr zum Normal, dass das eben auch vielleicht mitgetragen wird von dieser, nennen wir sie, unsichtbaren Hand. Würde sich daran widerspiegeln, dass man eben auch die Berichterstattung in bestimmte Bereiche eben führt. Ja, und dass das eben zum Thema wird. Nehmen wir mal, das beste Beispiel ist doch die aktuelle Berichterstattung rund um Thema Corona. Würde mich jetzt jemand fragen, Jens, was sagst du denn zu den aktuellen Erkenntnissen, die die haben? Ich müsste ehrlich antworten, ich habe keine Ahnung. Aber nicht, weil es mich nicht interessiert, sondern weil ich damit überhaupt gar nicht mehr konfrontiert, mich gar nicht konfrontiert sehe. Also ich bin sehr aktiv in sozialen Medien, besonders auf Twitter, weil ich muss dort aktiv sein. Ich habe ja gar keine andere Möglichkeit. Ich sehe nichts mehr dies dergleichen. Das, was irgendwie von Interesse zu sein scheint, ist irgendwelche Berichte, die dann eher so in den Bereich Klatschpresse abzuschieben sind, Boulevard, dass da irgendwelche Berichte herbeigeführt oder an der herbeigezogen werden über zum Beispiel Professor Drosten, der dann eben mit der Bild in irgendeiner Form in Clinch liegt, weil da irgendwie, das hat aber nichts mehr mit Coronavirus und der wissenschaftlichen Aufbereitung der Entwicklungen zu tun, überhaupt gar nichts. Und das ist der einzige Kontext, in dem ich mit Corona konfrontiert werde. Ich finde das sehr interessant, weil vor 2, 3 Monaten konntest du dich vor Input aus dieser Perspektive, aus dieser Richtung gar nicht retten. Und aktuell schwebt das ab, ebbt das komplett wieder ab. Auch die Berichterstattung zum Beispiel hinsichtlich der US-Präsidentschaftswahl. Ja, wenn man sieht, dann wird in den Medien, ich meine, es hängt immer ein bisschen sicherlich davon ab, welchen Medien du folgst in den USA, aber nichtsdestotrotz, du erkennst schon, es ist eine sehr deutliche Anti-Trump-Stimmung erkennbar. Und mit Joe Biden, also der ist mal irgendwie so, der ist der Präsidentschaftskandidat der Demokraten, aber dass der mal jetzt in den Medien irgendwie breiter in Erscheinung tritt oder dergleichen. Es hatte eher den Eindruck, der dort entsteht, dass man Trump machen lassen will, dass der sich im Grunde genommen selber den Stuhl absägt, auf dem er sitzt. Und Joe Biden, den thematisiert man einfach nicht, weil selbst wenn der vielleicht mal, ich sag, nennen Sie jetzt mal Aussetzer hat, wird ja gesagt, dass er vielleicht mental etwas schwächelt, sage ich mal, ausgehend von seinem Alter. Das wird komplett weggeschwiegen, ignoriert, das wird überhaupt nicht thematisiert, das wird nicht aufgegriffen. Klar, wenn man jetzt mal dem Twitter-Account von Trump folgt, der muss da irgendwie gegenschießen und der muss sich da irgendwie gut positionieren. Aber also man erkennt eine ganz klare Tendenz, wenn man das ein bisschen mal mit Abstand betrachtet, wie die Berichterstattung ist. Und genau das ist eben auch etwas, was mir im Zusammenhang dann mit diesen Sentiment-Extremen eben oder mit dieser Entwicklung rund um Robin Hood und Privatanleger, die Konten eröffnen und dergleichen. Ich habe das Gefühl, das soll ganz bewusst so sein, dass dieser Eindruck entsteht, dass da auch ein gewisser Optimismus sich wieder etabliert in gewisser Form. Und das ist etwas, was ich eben mit großer Vorsicht genieße. Also so vorsichtig wie aktuell war ich selten. Also ich bin normalerweise jemand, der wesentlich, ja, ich sag mal, offensiv ist das falsche Wort, aber der sich dann auch diesen Möglichkeiten, ob sie jetzt gut sind oder dann nicht, sich als negativ herausstellen, der sich denen einfach dann auch mal offen entgegenstellt. Aktuell bin ich extrem zurückhaltend. Und das, wie gesagt, eventuell ist das der Grund, weswegen ich so argumentiere, wie ich argumentiere, aber irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas stimmt da einfach nicht. Ja. Ja. Okay.
Okay, also, kommen wir doch mal ganz, wir müssen, ich habe jetzt allerdings, wir sind jetzt ein bisschen abgedriftet, aber kommen wir noch mal zu den Entwicklungen, die wir hier im Devisenmarkt auch sehen. Euro gestern, wie erwartet, bullish auf diese Entwicklung hinsichtlich der EZB, nicht weil weniger Liquidität zur Verfügung gestellt wird und weil das in Aussicht stellt, dass Zinsen bald steigen, sondern weil es eben aktuelle Sorgen wegwischt, dass es eben zu einer nicht Union kommt oder zu einem gemeinsamen Auftreten. Diese Sorgen sind Makulatur nach diesem Vorschlag der EU-Kommission und jetzt auch in Verbindung mit der massiven Unterstützung, die in Aussicht gestellt wird seitens der EZB. Euro-US-Dollar hat seinen Bullrun weiter fortgesetzt, trotz übrigens, und das fand ich auch sehr interessant, den Weg lasse ich mal offen, den stelle ich gleich noch als Link in die Description für das Video. Ein Moment, hier 10-jährige Zinsen. 10-jährige Zinsen haben sich gestern weiter aufwärts bewegt. Das hat auch mit dazu beigetragen, dass Gold und auch Silber haben Schwierigkeiten, aktuell Momentum aufzunehmen. Dieser anziehende Zins, schaut euch das mal an. Wir sind jetzt bei 0,85%. Also wir haben uns deutlicher abgestoßen von dieser 0,6% Marke. Es gibt eine sehr starke Aufwärtstendenz, die wir hier sehen. Schwierig nachzuvollziehen, was da passiert. Eventuell hat es damit zu tun, dass die Nachfrage hier seitens der FED beginnt so ein bisschen zu bröckeln. Es ist immer noch sehr extrem, wie die ihre Bilanz aufblähen. Ein Moment, dazu habe ich auch eine Grafik, die kann ich euch kurz zeigen, und zwar hier. Auch die dann wieder das sogenannte Forward PE Ratio, das also auf 12 Monate berechnete Kursgewinnverhältnis von US-Aktien einfängt. Dauert alles ein bisschen. Also, Fakt ist auf jeden Fall, eventuell hat das damit zu tun, dass dort so ein bisschen die Nachfrage seitens der FED wegbricht, ist das falsche Wort. Was ich aber, wie gesagt, interessant finde, ist, dass der Euro trotz dieser Entwicklung hier sich hat derart bullisch präsentieren können, was vielleicht auch eine Antizipation ist auf das, was anstehen könnte, was erwartet wird. Also neben jetzt dem ganz klassisch fundamentalen Treiber, den ich schon sagte, EZB plus EU-Kommission, die eben in Tandem jetzt mehr oder minder hier die Corona-Auswirkungen, den Corona-Lockdown, die entsprechenden Auswirkungen eben konterkarierendes Programm auf den Weg zu bringen, dass sich das da schon widerspiegelt in gewisser Form. Ergänzend hierzu ist das vielleicht auch eine Antizipation von US-Dollar-Schwäche, die sich abzeichnen könnte, denn US-Dollar hat nicht wirklich positiv performen können, mit Ausnahme, sicherlich sei herausgestellt, mit Ausnahme zum japanischen Yen, der sowieso derzeit sehr schwach ist. Das hatten wir ja auch schon die letzten Tage. Frag mich aber bitte nicht, warum. Ich kann es nicht erklären. Was aber eventuell nochmal vielleicht sogar ein bisschen dramatischer dann auch das Aufwärtspotenzial im Dollar-Yen widerspiegelt oder auch im Euro-Yen ganz besonders oder Britisch-Pfund-Yen. Wir sehen auch hier Britisch-Pfund zum Beispiel mit einer sehr starken Performance, setzt sich auch weiterhin fort. Wir haben jetzt hier diesen Bereich um 26,50 attackiert und zeitgleich dazu konnte der japanische Yen überhaupt nicht von dieser US-Dollar-Schwäche trotz dieser anziehenden Zinsen profitieren. Der ist tatsächlich sogar über 109 zurückgestrebt. Also diese Bewegung ist ja schon eingeleitet worden hier am 2., also das heißt am Dienstag haben wir schon diesen ersten starken bullischen Impuls gesehen, der ja auch im Mittwoch im Morning Meeting Thema war. Und jetzt haben wir dann eben entsprechend diese Bewegung weiter fortgesetzt. Ob das nachhaltig ist, wie gesagt, ist in Frage zu stellen, aber es ist an erster Stelle sicherlich zinsgetrieben, aber während der US-Dollar auf breiter Front gegen diesen nicht profitieren kann von diesem anziehenden Zins, sprich Euro oder auch Britisch Pfund, ist das eben im Falle des japanischen Yen anders. Und das ist etwas, das sollte mit Vorsicht auch genossen werden für jene, die vielleicht den japanischen Yen erwarten, aufzuwerten, sollte es nochmal turbulenter gehen, sollte es eine Schärfekorrektur geben. Also ich erachte die Wahrscheinlichkeit dafür aktuell als gering, aber nichtsdestotrotz wird es sicherlich auch andere geben, die eher davon ausgehen, dass der DAX kurzzeitig, auch die Aktien generell, Aktienmärkte, eine scharfe Korrektur sehen auf diese aktuellen Entwicklung. Und das ist natürlich etwas, was dann historisch zu Kapitalrückflüssen, Rückabwicklung von Carry Trades und eine Aufwertung des Yen geführt hat. Ich bin mir da nicht so ganz sicher, ob das stattfindet, aber selbst wenn es stattfindet, sehe ich durch die Entwicklung der jüngsten Tage nicht zwangsläufig den japanischen Yen davon massiv profitieren. Und jetzt gehen wir nochmal kurz auf Gold, aber ich will euch, diesmal habe ich es im Hinterkopf behalten. Ich habe nämlich manchmal sage ich, ich zeige euch jetzt was und dann mache ich zwar das Bild auf, einen Tab auf, aber vergesst euch dann die Grafik zu zeigen.
Hier, das ist die Grafik, auf die ich mich bezog, nämlich diese Entwicklung, Fed Balance Sheet hier in Gelb. Macht er das Foto auf? Ja. In Gelb und dann eben das 12-Monats Forward PE Ratio, also die Erwartung des Kursgewinnverhältnisses eben in den kommenden 12 Monaten. Das hat nichts mit fundamentaler Entwicklung zu tun. Wir sehen eine Komplettexplosion auf der Oberseite durch einen Einbruch dieses Is hier, also des Nenners. Da stehen die Earnings drin, das, was wir an Gewinn für die Unternehmen erwarten. Kompletter Kollaps. Infolgedessen kommt es hier zu einem 12-Monats-Kursgewinnverhältnis, welches mittlerweile bei 25 liegt. Im DAX sind wir auf über 20 mittlerweile gestiegen. Das sind die höchsten Niveaus seit der Dotcom-Bubble 2000. Wo das endete, ist uns auch allen bekannt. Nur gab es damals eben keine Notenbank, die dafür offensichtlich der Haupttreiber waren. Das war eben eine spekulative Blase, die wir jetzt hier in der Form eigentlich nicht sehen. Also es ist keine Spekulationsblase und kein Exzess und keine Gier, Stichwort Fear and Greed, ja, sondern das ist eben rein manipuliert durch die Notenbank, in der Fall die Fed, die ihre Bilanz auf über 7 Billionen US-Dollar ausgedehnt hat. Und nochmal, ausgehend von den ausstehenden Schulden, die wir ja schon mal thematisiert haben im Zusammenhang mit dem Mindestreservesystem, welches ja diese Blase und auch dieses massive Deleveraging, diese Zwangsliquidation im März getragen haben, in US-Dollar als Weltreserve-Währung. Das ist eben etwas, was dann auch zeigt, wo ich glaube, wo die Fed-Bilanz hinlaufen wird. Man wird hier eventuell so lange die Fed-Bilanz ausdehnen und Geld aus dem Nichts schaffen, bis man eben diese Schulden größtenteils komplett bezahlen könnte, theoretisch, und damit dem Markt versuchen, eben die Sorge vor einer erneuten Zwangsliquidationswelle zu nehmen. Also anders formuliert, es kann durchaus sein, dass wir die Fed-Bilanz weiterhin massivstens ausdehnen und diese 12-Billionen-Marke früher oder später erreichen. Was wiederum heißt, das wird ja jetzt nicht innerhalb eines Monats gehen. Wir sehen, was möglich ist innerhalb kurzer Zeit, wenn wir uns seit März die Ausdehnung hier um 75% nahezu fast angucken. Also wir sind bei 4,2, 4,5 Billionen damals, glaube ich, gewesen. Genaue Zahl spielt eigentlich gar keine Rolle. Wir sind jetzt rund 3 Billionen fester. 3 geteilt durch 4 sind 75%. Dafür haben wir jetzt 2 Monate gebraucht. Nochmal 2 Monate, dann sind wir oder 3 Monate, dann sind wir im September ungefähr, Oktober, dann sind wir bei ungefähr 10 Billionen. Und eventuell ist das dann der Punkt, an dem die Fed sagt, so, jetzt haben wir erstmal genug, die Bilanz ausgedehnt. Steht zwar noch eine Differenz im übertragenen Sinne von 2 Billionen. Eventuell kommt es aber auch hier schon zu einer Annäherung. Das müsste man wahrscheinlich genauestens mal ausrechnen, aber wir haben dann ein Verhältnis von ungefähr 1 zu 1. Und dann beginnt die Fed eventuell ihre Anleiheaufkäufe zurückzuführen oder einzustellen oder die weitere Ausdehnung erstmal eben entsprechend einzudämmen, nur noch das Ziel auszugeben. Unser Ziel ist es jetzt, den Zins niedrig zu halten. Also das heißt, das ist diese Zinscap, der ja seit dem 1. April schon auch sich dann im Sitzungsprotokoll jetzt dem letzten, was veröffentlicht worden ist, der Fed wiedergefunden hat. Und dass man dann eben infolgedessen eben diese Korrekturbewegung initiiert, weil dann nämlich der einzige Treiber wegfällt, der an dieser Stelle diese Bewegung mitgetrieben hat. Das würde dann auch in dieses Bild passen. Aber das ist alles sehr vage, sehr spekulativ. Es sind nur Gedanken oder Zusammenhänge, die ich meine zu erkennen, die lohnenswert sind, im Hinterkopf zu behalten. Ja, das ist das große Bild. Kurzfristig gibt es keinen Grund, in irgendeiner Form für Equities bärisch zu sein, vor dem Hintergrund dieser Erwartung. Wenn ich das allerdings dann längerfristig plane, in einem Trade wie sich widerspiegeln zu lassen, dann bin ich natürlich bei Gold oder auch bei Edelmetallen generell, also auch Silber, bin ich natürlich hier genau richtig. Wir haben weiterhin eine trotz dieser Zinsentwicklung stabile Performance. Wir sind gestern, trotz dieses Pushs im 10-jährigen US-Zins, sind wir in Richtung der, war es gestern? Ja, 4.6., genau. Sind wir in Richtung nochmal der 1700er Marke gelaufen, aber das hat sich nicht so widergespiegelt, dass es jetzt hier zu einer erneuten Attacke auf diese Tiefs kam, sondern stattdessen haben wir kurz danach sogar einen starken Anstieg wieder gesehen, dümpeln wieder nach unten, konsolidieren weiter seitwärts. Das ist ein, wie kann ich das bildlich formulieren? Anlauf nehmen, glaube ich, was wir hier sehen. Ich bin weiterhin für Gold extrem positiv. Und dass Gold sich dieser Entwicklung hier entgegenstellen kann, die wir jetzt auch im Zins sehen, das ist ein Signal, welches über kurz oder lang vielleicht dann sogar eine starke Performance auf den Weg bringen könnte. Plus, ergänzend sei auch noch gesagt, wir haben heute auch rein saisonaler Perspektive. Ja, DAX geht um, okay.
haben wir aus einer saisonaler Perspektive haben wir auch einen verhältnismäßig starken Goldtag. Also ich möchte da ungern eigentlich Gold vom Wochenende generell short sein, vielleicht sogar eher die aktuelle Entwicklung vielleicht sogar dazu nutzen, in Antizipation eines Bruchs auf der Oberseite mich long zu positionieren. So, also DAX jetzt, oh, Tagestiefs sind wir fast, ne? Ja, das ist jetzt nicht so günstig. Das ist jetzt nicht so günstig, weil, was meine ich damit? Also für mich jedenfalls, ich bin jetzt nicht mehr long. Also die aktuelle Entwicklung, die wir jetzt hier zu sehen bekommen, da möchte ich mich ungerne auf der Long-Seite wiederfinden. Jetzt, wir warten erstmal ab, aber dieser Rutsch unter den 50er EMA hier an der Stelle auf 5-Minuten-Basis ist vielleicht ein erstes Signal, dass es, wie Marco gerade schon schreibt, eine mögliche Erschöpfung sein könnte auf der Oberseite. Nochmal, ich bin aber nicht antizyklisch jetzt short, nur weil wir unter den EMA 50 kippen. Ich werde nur bezüglich Long-Engagements vorsichtiger, sollten wir uns nicht oberhalb dem weiterhalten können. Ja, und ja, schauen wir einfach mal, wie sich die Entwicklung dann in den Folgestunden weiter darstellt. Wir haben ja heute noch die Non-Farm-Payrolls, 14.30 Uhr. Ja, soweit wäre es das erstmal meinerseits. Ich wünsche euch Happy Trading. Pass auf eure Stops auf und wir hören wieder voneinander am Dienstag. Montag wird es in Zukunft keine Morning Meetings mehr geben. Da habe ich einen anderen Termin reinbekommen. Morgens um 10 und deswegen Morning Meeting wird es dann immer ab Dienstags geben, aber dann weiterhin jeden Tag, also 10.30 Uhr. Und nichtsdestotrotz, also ich bin auf jeden Fall da. Wir werden uns im Forum treffen. Wir können uns da austauschen. Ich werde meine Analysen weiter zur Verfügung stellen. Also daran ändert sich nichts, nur dass es eben montags kein Morning Meeting gibt. Ich werde aber schauen, dass ich euch weiter Ausbildungsartikel, nicht nur Ausbildungsartikel, auch kleine Ausbildungsvideos zur Verfügung stellen kann, die ich dann in meinem YouTube-Channel hochlade. Also ich werde schauen, dass ihr da jetzt demnächst einen neuen findet. Ihr findet übrigens auch auf der Hauptseite übrigens, das vielleicht auch nochmal ganz kurz, heute einen ganz interessanten Artikel, der mal ein bisschen persönlicher ist. Und zwar mein erster Trade. Das sind tatsächlich meine ersten beiden Trades. Ich hatte ja einen Podcast mit Admiral gemacht, letzte Woche schon. Ja, genau, letztes Wochenende, glaube ich, hatten wir das aufgezeichnet. Und ich habe das als Anlass genommen, hier das Ganze, was dort eben textlich gesprochen wurde, was geredet wurde in diesem Podcast, eben auch in schriftlicher Form einzutüten. Und ja, mein erster Trade, was man nicht tun sollte. Schaut einfach mal vorbei. Ich hatte den Link auch zu Beginn des Morning Meetings eingestellt. Schönes Wochenende. Happy Trading. Passt auf eure Stops auf. Wir hören wieder voneinander am Dienstag, 10.30 Uhr. Ich freue mich drauf. Habt euch wohl. Macht's gut. Bis dann und tschüss.